Gestatten Sie mir noch eine andere Frage, eine fachliche Frage. Bitte, bitte schön. Hm? Kompost! Ja, Post kommt zweimal in der Woche. Ich rede von einem Haufen. Ja, manchmal kommt auch ein Haufen. Mal mehr und mal weniger, das ist ganz verschieden. Jeder macht doch in seinem Garten einen Haufen! Ja. Also ich nicht. Jeder gute Gärtner macht doch in irgendeiner Ecke seines Gartens einen Haufen! Heilcheck? Ich weiß ja nur nicht, was Sie da für Leute kennen. Es tut mir auch leid für den anderen Gärtner. Und mein Garten bleibt sauber. Sauber, sauber, sauber! Apropos sauber! Wie sieht das denn mit dem Wasser aus? Müssen Sie Ihr Wasser pumpen? Nein, ich muss mir nichts pumpen. Ich habe gleich hier im Garten einen kleinen Bach, der plätschert das immer. So, ein kleiner Bach. Ein, der plätschert das immer. Also ein Wassergrundstück. Das ist ja wunderbar. Ja, wunderbar. Na, das ist ja sehr bequem. Immer bequem. Na, was können Sie denn zum Beispiel da so machen? Na, ich könnte mir da so bequem machen. Nein! Nein! Ich meine, da können Sie doch jederzeit Ihren Garten sprengen. Ich könnte jederzeit... Ich soll meinen Garten sprengen. Na ja, natürlich, zum Beispiel das Obst. Ich soll mein Obst sprengen. Ja, natürlich, zum Beispiel die Äpfel. Ach, darum sagt man Granatapfel. Kurt ist das Leben. Bitte? Nee, Quatsch, das ist Quatsch. Ernst ist das Leben. Und heiter die Kunst. Ja. Herr Böttrich, ist Ihnen schlecht? Gallenstein. Bitte? Gallenstein. Wallenstein. Naja, das, ja, das geht auch. Ja. Sieh da, Tomatentheo. Bitte, was war das? Sieh da, Timotheus, nicht Tomatentheo. Ja, das ist der Bruder. Ist der Bruder. Spät kommt ihr, doch ihr kommt. Allein der weite Weg entschuldigt euer Versäumnis. Du liebes Bisschen, euer Säumen. Ach, der war Schneider, dann hätte ich ja da meine Hosen hinbringen können. Und wo nehmen Sie den Hasen her? Ja, den habe ich ja nicht. Den ja, ne, ich meine, den muss man ja erstmal schießen. Ich schieße doch keine Hasen. Ich sammle die Hasen. Was machen Sie? Ich sammle die Hasen. Kennen Sie wohl nicht? Hasen sammelt? Nein, das kenne ich nicht. Ich gehe früh morgens in den Wald, dazu nehme ich einen großen Sack mit. Angenommen, das hier ist der Sack. Also, da gehen Sie mal schon zur Seite, sonst vergisst man sich noch mit dem Sack. Also bitte. Ich gehe also früh morgens in den Wald und habe im Sack große Feldsteine. Große, platte Feldsteine. Und die nehmen Sie jetzt. Und alle 3 Meter legen Sie einen Feldstein hin. Alle 3 Meter, aha. Ja. Auf diese Feldsteine legen Sie nun ein Salatblatt. Ein Salatblatt, und dann? Und dann geht's los. Dann geben Sie in die Mitte des Salatblattes etwas Pfeffer. In die Mitte etwas Pfeffer? Ja. Und dann geht's los. Die Häschen kommen eigentlich raus, weil die müssen ja früh morgens mal raus, die kommen nicht. Also, nun sehen Sie den Salat. Ja, und dann? Dann haben Sie den Salat. Ich meine, die haben ja früh morgens Hunger. Jetzt hoppeln Sie zum Salat, fressen sich langsam bis zur Mitte durch. So. So, stoßen plötzlich. Stoßen Sie mit Ihrem Näschen an den Pfeffer. Sie stoßen an den Pfeffer. Da kommen Sie doch an. Das reizt doch nun. Da kommen Sie doch an. Und bekommen den Pfeffer nun in Ihr kleines Näschen. Müssen niesen. Hatschi, hatschi. Und schlagen nun mit dem Köpfchen auf den Feldstein. Und jetzt sind Sie betäubt. Und Sie gehen nur noch von Stein zu Stein und sammeln die Häschen auf. Immer aufsammeln. Du liebes Bisschen.